Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, ich müsste eigentlich sagen, Suavelos, zu einem weiteren Teil von Let's Play Together, Rome 2, Total War Rome 2, mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück im mächtigen Galatien und mein tapferer Mitschreiter, den Mann, den ich nicht vorstellen muss. Weil jeder ihn kennt. Ja Mensch, ich bin der Kalimo und hier, wir sind mit Pontus hier unterwegs und ja, nicht wundern, wenn das hier immer so hin und her wackelt. Meine Maus ist irgendwie ein bisschen kaputt, das Mausrad funktioniert nicht mehr so richtig und deswegen, wenn ich rauszoome, dann zoomt er ab und zu wieder rein und es sieht ein bisschen kacke aus, aber da kann ich jetzt gerade nichts gegen machen, deswegen wundert euch nicht, ist einfach so. Ja, ich werde die Runde übrigens mal gerade beenden, ne? Du bist dann dran, weil ich kann nichts mehr machen, glaube ich. Aber sind dann nicht erst die anderen Völker dran? Das kann auch. Ja, stimmt, scheiße. Ja. Wollen wir mal sehen, was. Dann sind die stinkischen Armenier dran, ne? Ja, bin gespannt. Lülülü. Diese typische gallische orientalen Musik. Ja. Der ist echt ganz schön aggro, ne? Diese Armenier. Die Suddelsau da. Forschung abgeschlossen. Rechtliche Einrichtungen. Aha. Whoop, whoop. Was bringt mir das? Oh. Ein Mitglied eurer Familie wird erpresst. Oh nein. Wir haben 13 Gravitas. Wenn ich sage, nichts unternehmen, dann haben wir nur noch 9. Wir haben auch so einen Blitz. Was ist der Blitz? Keine Ahnung. Gerüchte widersprechen. Muss ich 1000 Gravitas. Bezahl auch keinen Rundenlohn hier für Einfluss minus 1 Hofadlige. Komm, dann gehen wir nochmal Gravitas hier weg. Was soll man das? Ich habe das bei Rome nicht so ganz verfolgt, was das so mit den ganzen Gedöns da zu tun hat. Ist das so schlimm, wenn ich Gravitas verliere? Das kommt drauf an. Ich weiß gar nicht mehr, wie ist das denn bei deiner Fraktion? Also du musst halt gucken, wichtig ist, dass diese, dass du die Generäle, dass das andere Stammesmitglieder sind, dass du vielleicht einen, oder warte mal, hä, jetzt muss ich mal gerade selber gucken, eine Sekunde. Warte mal, also. Aber ich kann hier nichts anderes gucken, ich kann hier einfach nur entscheiden, was ich mache, ich kann auch nicht mal abwägen. Nee, dein Stammesanführer, der hat halt eine Armee dabei, der sollte ein paar Mal gewinnen, damit er viel Gravitas bekommt und er sollte halt, du musst halt gucken, dass sich das ein bisschen so die Waage hält. Das siehst du, wenn du auf deine Fraktionsübersicht gehst und dann um links auf Politik klickst und du solltest halt gucken, dass du nicht zu weit links bist, je nachdem hat es dann eben entsprechende Auswirkungen. Das steht dann da auch bei Einfluss, ne, wie das dann sich so weiterentwickelt, ja. Und so. Kann ich jetzt leider nicht gucken, deswegen sage ich einfach nichts unternehmen, mir ist halt scheißegal, ob einer erpresst wird, beziehungsweise ob das ein Gerücht ist oder nicht, deswegen. Ja, also bei mir ist es auf jeden Fall halt so, ich muss so einflussreich wie möglich werden, damit ich 20% Forschungsrate plus 12 öffentliche Ordnung, 15% Steuersatz und plus 20 Moral für alle Landeinheiten bekomme. Und wenn du halt irgendwie ganz, ganz wenig Einfluss hast, dann kriegst du halt Mali. Das sollte man halt vermeiden. Ja, wir haben die Hälfte. Wir haben über die Hälfte momentan. Das ist gut. Was kam da jetzt? Was ist los mit ihm? Rätsel und Wahrsagung. Ein Battlepriester aus Delphi ist erschienen. Er spricht in Rätseln, verbreitet Prophezeiungen auf der Straße und plappert von bösen Omen des Orakels. Seine Worte beunruhigen das Volk. Schlechtes Omen. Minus 4 öffentliche Ordnung, sag mal, seid ihr. Die Geschichten prüfen, ihn in Verruf bringen, ihn konfrontieren, ihn in Frieden lassen. Konfrontieren. Geschichten prüfen wir. Ne? Schickt einen Botschafter aus, um die Behauptung zu bestätigen. Entsendet euren getreuen Wahrsager, um ihn zu widersprechen und seine Lügen bloßzustellen. Ja, komm hier. So eine Kacke machen wir. So sind wir drauf. So. Politische Intrige. Eine neue politische. Achso, das war das, was ich gerade gemacht hat. Macht habe. So. Und. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich überfordert mit der Situation, deswegen schicke ich erstmal meinen Scout weiter. Weiter hier nach Germanien rein.
Ist natürlich sehr logisch, dass ich den nicht aktiv benutze, sondern einfach nur rumscoute, um ein paar Völker zu entdecken. Aber wer weiß, da kann ich halt ein paar Handelsabkommen schließen. Ja, das ist in der Tat gar nicht so verkehrt. Wieso bin ich doch nicht so blöd? Das ist doch immerhin etwas. Ich kann auch nur sagen, also wir sehen ja hier, dass die Armenier da wieder zu dir gewatschelt kommen, ne? Ja, mit zwei Armeen. Ja, und ich kann dir auch nur sagen, dass ich die Waffenbrüder auf jeden Fall wieder versuchen werde, mit meinem Spion zu attackieren. Die haben sie auch gut wiederholt, eigentlich. Also so ein Und dass paar. ich dann in nicht allzu ferner Zukunft auch gerne versuchen werde, dich weiterhin zu unterstützen bei dem Krieg gegen die Armenier, indem ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, mit meiner Armee Mystic Hero oder so könnte ich zum Beispiel Amasya belagern, damit er da nichts machen kann. Ne, oder irgendwie sowas. Irgendwie wollten wir das. You know. Irgendwie wollten wir das so machen, ja. Yeah. Ich erinnere mich. Und ich glaube, jemand hat bei mir geschrieben, du sollst mal hier nicht die günstigen Einheiten ausbilden, sondern teure. Gut. Und deswegen werde ich Ich mal bin gucken, ein was ich hier so machen Eiserner kann. des Waldes. Nicht wundern, ich habe auch gerade eine Erkältung hinter mir, deswegen huste ich ab und zu noch mal ein paar Mal. Es tut mir leid. Ihr müsst diesen Part echt mit einem schlimmen, angefressenen Typen überstehen. Herbert Pikini. Ich weiß es nicht. Hoplitene, die sind viel zu teuer. Komm, einmal Pikiniere nehmen wir mit. Komm her. Und Einheiten rekrutieren hier. Was war hier nochmal? Reiter, ja auch noch was, ne? Kappadokische Kavallerie. Aber auch scheiße teuer. Oh Gott. Du hast 25 Regimenter. Das ist eigentlich von der Zahl her genauso stark wie seine Armee. Aber von der Klasse noch nicht so gut. Hm. Da Ja, bin ich gerade bei. du hast so viele Hügelmänner und so, ne? Ja, das ist also nichts gegen die Hügelmänner. Doch. Doch, doch. Hügelmänner sind ultra scheiße. Nee, Das klingt aber so hart. ist ja so ein Ding, ne? Also du könntest ja halt ansonsten nur kurz nur so als Hinweis, du hast ja hier eine Brücke auch, ne? Wie du an meiner grünen Markierung sehen kannst, da könnte man zur Not auch noch verteidigen. Ne? Also wir müssen ja Problem ist, du überlegen, kannst was nicht von die hier rumknutschen. Deppen da in der nächsten Runde machen. Ja, Du das müsstest wäre halt direkt eine Überlegung, einnehmen. ob sie da hinlaufen Das ist und ein ob du bisschen dich nicht blöd. mit den zwei Armeen halt eben hier an der Brücke aufstellst, weil ja dann seine einzige Marschrichtung eben hier oben rum wäre. Ne? Da könnte man ihn dann so ein bisschen. Sollen Dann wir mal gucken. läuft er mir durch die oder flieht er so durch die Lappen und geht dann nach Nikomedia und knallt da alles weg. In dem Fall müsste ich ihm dann den Krieg erklären. Ich kann gar nicht so viel mehr machen. Habe ich ein neues Volk entdeckt da oben irgendwo? Isweben. Hallo, möchtet ihr ein. Gibt es überhaupt ein Handelsabkommen? Habe ich schon. Kann ich. Oder kann ich gar keine mehr? Wahrscheinlich kann ich da bis nach da hinten gar nicht. Ah nee, die können gar nicht handeln. Sparta kann auch nicht handeln. Seleukiden! Mensch, wollt ihr jetzt vielleicht ein Handelsabkommen haben? Moderat! Abgelehnt! Scheiße! Sardes ist auch da. Hallo! Ein Handelsabkommen! Niedrig, abgelehnt, schade. Das hätte ich mir ja Also auch denken Sardes können. ist echt so mega stark. Das gibt's einfach nicht. Das ist schon echt unverschämt. Die Odrysen. Niedrig, schade. Pergamon. Niedrig. Die wollen alle keine Handelsabkommen mit mir haben. Ich habe einfach nur schlechte Waren und ich habe ein bisschen Holz. Das ist alles, was ich benutze. Super. Bauholz. Aber warum brauchen die alle kein Bauholz? Weißt du, die wollen doch alle expandieren und hier und da und. Sackgesichter hier, sag ich jetzt mal nur. Ich glaube, ich kann gar nicht so viel machen jetzt. Ich rekrutiere mit den Einheiten jetzt gerade noch ein bisschen was.
mit den Armeen. Ja. Und schau da mal, wie das dann so weitergeht. Deswegen gebe ich dir jetzt mal das Zepter in die Hand. Okay. Bitte schön. Danke dir. Forschung abgeschlossen. Eisenwerkzeuge. Unser verborgener Agent wurde entdeckt. Oh nein! Mission fehlgeschlagen. Ruf zu den Waffen. Oh nein! Rang erhöht. Rang 4 für meinen Kriegsherrn. Ich mach dich hier auf Dingens, ne? Militärausbilder. Motherfucking Militärausbilder. Ja, das ist gut. Okay. Könntest du bis nach Asamusata laufen? Du könntest. Das ist auch sehr gut. Das heißt, ich könnte hier weitere Einheiten rekrutieren. Könntest du. Priester heißt Omi. Omi Uios. Was ist das denn für ein Name? Hier nochmal die Vorräte vergiften. Na, na, na? Wow, mit 79% gescheitert. Ich habe nichts anderes erwartet. Wäre es vielleicht schlauer gewesen, die Steinmetzen anzugreifen, weil die ja im Gewaltmarsch sind. Haben die dadurch dann auch einen Malus? Nö, bei den Aktionen jedenfalls nicht. Stimmt, schade. Ich überlege gerade mit meiner großen Armee Mystic Hero nach Ankara zurückzulaufen. Stehen die denn? Ach da, ja. In Massaker. Kommen die denn da in einer Runde hin? Oder dann läufst du nicht Gefahr, wieder Nö, das geht. öffentliche Ordnung zu wählen? Ja, dann ist Wenn die ja, in dann ist ja. Massaker, das ist also von Massaker nach Ankara laufen. Die Frage ist halt, Macht das Sinn? bitte? Macht das Sinn, ist ja die Die Frage. Frage ist halt, was machen die Armenier und was muss ich unter Umständen gegen die Armenier machen? Richtig, da ist ja die Kreuzung. Ja, Aber genau. das sehen wir ja erst gleich, wenn du die ohne wendest. Wahrscheinlich, die machen da wahrscheinlich nichts, die werden einfach die ganze Zeit jetzt da noch Einheiten rekrutieren. Können wir vorstellen. Einfach bis die drei Fullstacks haben und mich einfach überlaufen können. Ich mache ja 7% öffentliche Ordnung einfach so. Straight away. Das ist ja auch nicht schlecht. Die können wir trotzdem. Ich denke, die können wir lassen. Und ich laufe mal trotzdem so Richtung Amaseya. Ich hole mir mit Kriegt er den dann auch Boten von Schiss? Marbo noch drei Einheiten, damit ich zur Not Asamosata überfallen kann. Klingt nicht schlecht. Ja, ich glaube, dass das eine brauchbare Sache ist. So, und jetzt muss ich mal gerade gucken. Wenn ich dich hier ausbaue, dann geht das mit minus 3 auf die öffentliche Ordnung. Es bringt mir galatische Plünderer, so eine Plänkelkavallerie. Wow, das heißt, nee, da habe ich überhaupt nichts von. Ich brauche erst 5 Bevölkerungseinheiten. Ah, das ist echt ätzend. Ich muss also schauen. Dass ich hier die Dinge erforsche für 6 Runden. Was habe ich jetzt erforscht? Was hab ich denn jetzt eben erforscht? Ich kann es hier nicht sagen. Hä, warte mal, ich muss mal gerade in meinen Bericht gucken. Was habe ich erforscht? Eisenwerkzeuge. Ach, das war so. Ups, Moment, nee, lass mal gerade. Moment, das war so ein Militärding oder was? Ach, wieder so ein Militärdings hier. Nee, das war kein so ein Militärding. Was war das dann? Ach hier, ja genau, weil ich das Teil ja erforschen will, ne? Einen Markt. Wohlstand, Wohlstand. Das ist alles scheiße, aber ich brauche die Nahrung, ne? Also machen wir da weiter mit der Forschung. Das dauert 3 Runden. So. Mit wem kann ich handeln? Mit den Armeniern. Das ist aber Arsch. Ich kann Thylis fragen, ob die. Guter edler Freund,
Welche eine Ehre ihr uns erweist. Kommt meiner Konföderation beitreten wollen, dann wollen sie aber nicht. Okay. Das hätte mich jetzt auch mal stark gewundert. Ja, das hätte ja sein können. Seid gegrüßt. Sprecht gerade. Oh, bitte, ey, wenn die, nicht mächtig genug. Ich vergaß wieder, wie ätzend dieses Gestammel von diesen Barbaren hier ist in diesem Spiel. Ja, die sind größten Traum, ja. Hier ist echt der Obertraum, also. Also halt Albtraum, ne? Ja. Ein Träumchen ist das. Und für dieses Träumchen gebt ihr jetzt alle mal ein Däumchen, ne? Oh ne, bitte komm, hör auf. Das war doch bestimmt wieder so ein doofes Zitat, oder? Nee, komm. Nee, das war kein Zitat. Diesmal. Also, Runde beenden. War gerade einfach nur schlecht selber ausgedacht. Ja, okay. So, Knüppel aus dem Sack. Was macht Armenien? Was macht Armenien? Stellen sich gleich direkt. Die greifen mich jetzt an, vernichten mich oder so. Die machen einfach gar nichts. Weil mein Spion mal wieder mit 79% gescheitert ist. Ey, das ist so kacke. Die waren schon dran und haben einfach fast nichts gemacht. Die haben geskippt, ja. Rätsel und Wahrsagung. Das Orakel sagte unserem Volk viele Jahre des Wohlstands voraus. Der Mann ist ein Lügner. Ha! Yes! Wachstum pro 3, 10 Wohlstand durch Landwirtschaft, 10%, 7 Runden lang. Damit kann ich leben. Ne? Da habe ich genau das Richtige gemacht. Krieg erklärt, Geten Königreich Skythien. Aha. Diese Fraktion wurde vernichtet. Katiaren, die Katiaren. Aha. Hier weiter Boden habe ich gebaut. Nikomedia. So. Dann, ich will ja endlich mal Bogenschützen ausbilden, ne? Das hätte ja mal was. Komm, gib mir die Ausbildungsgebäude. So, jetzt habe ich jetzt zweimal Herbern. Pikiniere, Bürgerkavallerie, kappadokische Kavallerie und Hopliten. Großartige Armee und dann noch 3 Hügelmänner und ach Mann, das ist doch alles kacke. Sind meine Einheiten einfach alle so scheiße. Also. Spion. Da bist du. Was wir ja auf jeden Fall machen können, wäre ja immer noch Folgendes. In der nächsten Runde gehe ich mit Mystic Hero in das Terrain der Armenier. Sagen wir mal ungefähr so hier. Oder vielleicht hier, ne? Versuche hier nochmal meinen Anschlag zu machen, ne? Auf eine dieser Armeen, ne? Und du könntest ja, wenn du denkst, ah ja, jetzt würde sich das lohnen, die anzugreifen, dann kannst du mich ja immer nochmal über die Diplomatie bitten, dass ich dem Krieg gegen die beitrete. Und dann kannst du sie angreifen. Das hieße halt natürlich, dass du mit deinen 27 Einheiten irgendwo hierhin läufst oder so, wo du dann halt genügend Reichweite hast, ne? Müssen wir uns jetzt mal überlegen, ob das eine Option ist. Ja, muss es ja eigentlich, ne? Im Prinzip müssen wir. Ich glaube, wir haben so viele Truppen, dass wir es riskieren können. Ja, ich glaube, ich will jetzt noch eine Runde warten, dann sammle ich jetzt hier nämlich noch ein bisschen Zufriedenheit in der Bevölkerung. Ja. So. Jetzt habe ich die andere Armee nochmal als Boot daneben in den Hafen geschickt, ist auch gut. Mhm. Jetzt kriege ich 8 nochmal dazu in der Runde und dann passt das, glaube ich, auch. Okay. Außer die Chimera kommen jetzt und sind die ja nicht mit mir im Krieg. Was ist da los? Werd das sehen? Ja, sind sie. Stimmt, die seit der Urzeiten, aber haben mit mir noch nicht gekämpft. Das ist auch kannst du ansonsten fragen, ob sie Waffenstillstand machen. Gute Idee. Aber die sind wahrscheinlich so böse da auf mich, dass das gar nicht mehr. Vor allem, ich glaube, ich bin mit den Kolchis defensiv verbündet, also, und die sind auch im Krieg mit den Kolchis. Niedrig abgelehnt, okay, alles klar. Gut, das war dann wohl nix. Ja, Runde beenden, würde ich mal sagen, ne? Oha. Oh nein, unser Agent wurde entdeckt. Hilfe!
helfen. Kannst du nicht bringen. Wie kann ich euch helfen? Hätte ich gewusst, dass ich meine Armee auch als Boot da rein, also dass ich, wenn ich da einfach rechtsklick drauf, dass die dann automatisch in den Hafen geht, dann hätte ich das auch früher schon gemacht. Dann hätte ich in den letzten Runden auch schon ein bisschen Zufriedenheit sammeln können. Das, naja. Man lernt halt nie aus, ne? So, nächster Versuch. Und schon wieder gescheitert. Das ist eine sowas von bodenlose Frechheit, ey. Dieses Spiel ist einfach nur Kacke. Reitet deine Armee doch wieder zurück? Ja, weil du kannst ja eh in nächste Runde noch nicht angreifen. Also von daher. Ja, stimmt. Hä? Das ist richtig. Und er wird, weil dann hole ich mir nämlich nochmal 10 Punkte öffentliche Ordnung als Bonus. Kann man sich auch mal mitnehmen, ne? Ja, genau. Weil der Winter gibt ja einen Abzug von minus 3 auf die öffentliche Ordnung und dann hätte ich echt wenig Zuwachs gehabt. Oh, die Kolchis wollen einen Nicht-Angriffspakt mit mir und die geben mir sogar Geld dafür. Das ist doch okay. Das will man annehmen, du. Ja, das mach ich. Die sind korrekte Jungs, sind das. Ja, die sind cool drauf, ja. Die sind mit mir schon seit Ewigkeiten dicke wie sonst was und unser verborgener Agent wurde irgendwo denn? Ach, da oben. Warum? Nein, du sollst da längs gehen, bitte. Na? Der reitet da durch die nebligen Wälder, das ist unglaublich. Der weiß schon gar nicht mehr, wie seine Heimat aussieht, so lange ist er schon unterwegs. So, was bauen wir denn jetzt hier für einen Tempel rein, um nochmal ein bisschen irgendwas allgemein zu boosten? Schiffrumpfe, das ist jetzt nicht so meins. Moral aller Einheiten. Erlass zur Stimulation von Handel. Auch nicht schlecht. Öffentliche Ordnung, Wohlstand durch Unterhaltung. Forschungsrate. Wenn wir doch mal hier den Schrein der Athene. Jetzt moven wir mal unsere Armee nach vorne ein bisschen. Also noch nicht ins Gebiet, sondern einfach nur davor. An die Grenze. Die andere Armee dazu. Das sieht ganz gut aus, ja. So, Jungs. Kommt doch, kommt doch. Wenn ihr euch traut. Ja, jetzt war gar keine Einheit mehr ausbilden. Noch nicht mal mehr Hügelmänner, weil ich nur noch 34 habe. Also, daher. Das ist das Maximum, was ich gerade mache. ja, das ist aber blöd. Das zeigt ja nur wieder, ich kann wieder nichts machen. So, wir fragen nochmal bei den Zidakiden an. Hallo? Möchtet, ich mache wieder wenig Geld. Das gibt's einfach nicht. Möchtet ihr? Ich krieg immer weniger Geld. Kannst du mal den Mund halten, du blöder zidakidischer Typ. Du. Meine Güte. Ich denke, er ist zu Ende, aber nein, da kommt noch ein Satz. Wollt ihr ein bisschen Holz haben? Nö, scheinbar nicht. Das abgelehnt würde ich jetzt mal als Nein interpretieren. Gut. Ja, dann gebe ich mal wieder das Zepter weiter. Ich kann so wenig machen. Ja, das geht mir ähnlich. Wir haben halt zwei fiese Fraktionen, mit denen wir nicht viel machen können. Das ist leider so ein Problem. Wäre das alles anders gekommen, dann hätte ich mehr machen können, weil dann hätte ich jetzt schon eine ganze Provinz und hätte auch dementsprechend mich drauf konzentriert. Aber die Armenier sind ja dann irgendwie ein bisschen. So, nochmal 79%. Wieder gescheitert. Ey, fick dich doch, du Scheißspiel. Was soll denn das? Dreimal hintereinander mit 80% scheitern? Das ist für mich hart geskriptet. Da kann irgendwas nicht stimmen. Was? Oder was heißt es? Es ist wahrscheinlich nicht hart geskriptet, sondern ich bin einfach nur doof, aber. Ne, das ist eigentlich schon ziemlich dreist. Ey, das ist einfach nur eine bodenlose Unverschämtheit. Ich komme jetzt noch nicht näher ran. Ja. Willst du noch eine Runde warten? Ach, ich warte noch eine Runde. Und wir lassen meinen Agenten nochmal scheitern? Komm hier. Ja, wer weiß, vielleicht greift er ja auch die Initiative und greift mich jetzt an, was ich mir sehr schlecht vorstellen kann, weil wenn, dann würde er erst mit 5 Armeen angreifen und sich dann denken. Ja. Ja. Ach, oh. Nee, der hatte noch eine Armee im Wald. Ach Mensch. Oh, das gibt's ja nicht.
Das sieht aber machbar aus. Weil es ist sogar... Will ich das auswürfeln lassen vielleicht? Das ist halt eine riesige Armee, ne? Ja. Allein von mir sind schon 2600 Mann und der Feind hat 2400. Und die alle zu handeln, das ist, glaube ich, anstrengend. Du kannst also von mir aus gerne... Also ich meine, sagen wir mal so, die Zuschauer wollen das wahrscheinlich sehen, ne? Dann mach mal, ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Cliffhanger. Mach mal Quicksave und wir steigen in dem nächsten Part ein mit dieser Schlacht, die wir dann manuell ausknobeln werden, ja? Richtig, das ist eine gute Idee. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich sage, macht's gut bis dahin. Tschüss. Ciao.